Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoZock des Sims 4 und ich hoffe auf der einen oder auch anderen Art und Weise familienadäquat. Ja, zumindest sind wir hier noch dabei, die Reste der Feiertage zu beseitigen, beziehungsweise gestern haben wir sehr viel Dekoration beseitigt und heute, wenn die junge Dame hier soweit fertig ist, ich mal gucken, wie weit ist sie denn da so? Sie will das ansehen. Ja, manchmal braucht man auch etwas ansehen. Ja. Gut, lassen wir sie mal essen. Hunger hat sie ja noch ein bisschen. Und da läuft auch Jenny umher. Ah, Jenny, willst du spielen? Ich weiß es nicht. Kann man sie hier zum Spielen animieren oder so? Ah, sie macht es selber. Ist ja geil. Das ist ein Vogel, ja? Das ist geil. Das ist so geil. Ja, wie im Real Life. Jenny wie im Real Life. So, sie räumt auf. Sie will Dart spielen. Finde ich toll, dass sie das machen will. Aber, ich habe andere Pläne mit dir. Ich habe heute andere Pläne. Das heißt, wir gehen aufs Outfit planen. Und jetzt wird der letzte Rest von Weihnachten. Ja, es wird entweihnachterisiert. So ist es. Ja, das war das, was ich suchen wollte. Ladescreen. So, wer hat denn hier Weihnachtliches? Fangen wir mal bei Maya Müller an. Und bei Maya Müller ist das weihnachtlich. Das können wir lassen. Das können wir lassen. Also, diese eine Sache ist weihnachtlich. Das heißt, wir werden hier hauptsächlich den Pullover wechseln. Schauen wir mal. Da haben wir Pullover. Was haben wir denn hier Schönes? Hier, sowas hier. In Rot wäre eine Idee. Dann hat sie mal was komplett, was in Rotes. Ah, nein, das kriegt Maya Müller nicht. Das gibt Albträume. Nee. Nein. Oh Gott. Ist auch oben so viel frei. Warum? Nee, die Häschen sind tot dann. Nee, das geht auch nicht. Sag mal, was ist denn hier so Pullover nochmal? Gibt's hier keinen normalen Pullover oder sowas? Hier, sowas hier. Was haben wir denn da hier? Ist da zwar dieses Symbol an der Seite, ich weiß es nicht. Gibt's hier nichts Normales? Oder sowas hier? Nee, das ist, passt nicht zu ihr wirklich. Das kann doch hier so schwierig sein. Jacken, Blusen. Das ist Polo. Hä? Aha, hier wird's besser. Hier was Rotes. Genau, hat sie einen Kuschelpullover, oder? Hier, was mit Schal wäre auch geil. Wäre sogar vielleicht besser. Müssen wir mal schauen. Was haben wir denn sonst noch? Oder hier sowas. Das war der wieder. Das war wieder der. Da fallen mir diese Perlen da oben nicht. Die gehen gar nicht. Ja, was werden wir denn nehmen? Oder hier sowas? Sieht zwar als Pullover, aber ist das nicht. Hier, der hier, genau. Ja. Wenn er hinten noch... Ja, okay. So, I am himself. Hallo. Nichts Weihnachtliches. Ich glaube, ich hatte gar nichts Weihnachtliches, wa? Doch, hier. Da ist was Weihnachtliches. Ja. So, was habe ich denn generell? Schwarz-Weiß sozusagen. In Sandtöne. Was Weißes. Brauntöne. Ja, Rottöne ist eigentlich ganz okay. Hier. Das da. Pullover. Was haben wir denn hier? Boah, wäre eine Möglichkeit.
Weiß ich nicht. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Nee, das passt alles nicht so. Da oben ist noch was. Das soll ein Pullover sein? Das würde ich eher als Jacke durchgehen lassen. Das ist nur auf Pullover, oder? Ein Pullover. Tanktops, die Jacken sind da oben. Wo ist denn das mit dem Pullover? Oder das Ding hier? Ah. Oder wir sind brav und bieder. Nee, passt nicht. Das ist nicht mein Stil. Dann wird es doch eher der hier werden. Kriegen wir die Hose vielleicht eine Nummer dunkler? Schauen wir mal. Wo ist denn die Hose? Ausgekleidung. Wird mal hier weg hier. Da ist sie. So was hier. Genau. Passt. Das war doch mal easy. Hä? Manchmal müssen Dinge auch einfach gehen, ja? Komm, Ladescreen. Was ist denn jetzt los? Warum dauert das so lange? Bin ich gar nicht mehr gewohnt, dass es das so lange dauert. Aber na gut. Gut, dann haben wir auch das entweihnachterisiert. So einfach geht das, ja? Junge Dame? Wie wach oder müde bist du eigentlich? Geht so, wa? Was hast du vor? Bogen provozieren oder spielen? Spielen. Aber ich habe eine bessere Idee für dich, was du machen kannst. Du gehst einfach mal joggen. Genau, weil wir haben ja noch ein neues Jahr und da kannst du einfach mal joggen gehen. Ist nicht verkehrt. Ne? Weil Fitnesscenter brauchst du nicht. Du gehst einfach mal raus und joggen und fertig ist, ne? Wow. Also viel dünner kann man eigentlich auch nicht werden als sie. Alles, was noch dünner ist, das ist nicht mehr normal. Juhu, durch die Schneelandschaft. So sieht es echt noch toll aus. Und jetzt kommen wir dann gleich in die wirkliche Sims-Realität an. Ja, da, zack. Also das ist wirklich so eine Sache, wo ich noch drauf warte. Jahreszeiten und Wetter. Jahreszeiten und Wetter. Das wäre so geil, wenn das kommen würde. Jahreszeiten und Wetter. Das wäre echt mein Add-on. Da könnte man zum Beispiel solche Dinge wie Sonnencreme reinbringen oder eben solche Dinge wie Regenschirm, Regencape. Solche Dinge halt, ja. Was noch jahreszeitlich beziehungsweise aber auch wetterbedingt ist, dass man Schal hat nochmal oder so. Statt einer Halskette kann man dann einen Schal rumlegen. Irgendwie sowas, ja. Mützen noch mal mehr. Dicke Wintermäntel. Ein bisschen noch ein bisschen freizügigere Bademode zum Beispiel. Irgendwie sowas. Ne? Aber naja. Es gibt noch nicht so Jahreszeiten. Nur die simulierten, die ich hier immer mache. Ne? Wenn ich mir immer so viel Mühe gebe. Mit den ganzen Winterlandschaften. Nachher kommt dann irgendwann wieder der Frühling und so. Ne? Solche Dinge halt. Das ist die einzigste Person, die hier draußen ist. Nee, da ist jemand anderes auch noch draußen. Schaut euch das mal an. Ja? Tolles Ding, hä? Die denken sich alle so nach dem Motto, ja, die ersten Tage im Jahr, die kann man dann nochmal schön spazieren gehen. Ja, hä? So läuft das. Hä? Ja, da auch, hä? Boah, das ist ein Anblick, den will aber keiner sehen. Ne? So, jetzt kommt wieder der Umbruch. Winter. So, jetzt sind wir wieder im Winter angekommen. Alter Falter, ja. Es ist Winter. Die junge Dame ist zu Hause. Was will sie denn machen? Sie will Wasser nehmen. Jo, kannst du ruhig machen. Ja, ich bin übrigens am Überlegen, ob wir uns einen Hund holen. Vielleicht sogar zwei Hunde. Das heißt also einmal für den Kinderhaushalt eventuell.
Und halt einmal für den Witcher. Der Witcher bräuchte ja so einen Kampf und irgendwie sowas. Irgendwas Großes, ne? Und schwarzen Hund vielleicht. Ja, weiß nicht. Oder so ein Bluthund, keine Ahnung, mit so blutunterlaufenden Zähnen oder so. Keine Ahnung. Der Hund von Baskerville zum Beispiel. Cerberus wäre noch eine Idee. So ein Hund mit mehreren Köpfen. Wenn der einmal bellt, ne, dann hört man das runter bis, wer weiß, nach Niantambukto oder wo. Ne? Irgendwie so ein Hund halt. Ein Hund mit mehr Power. Ne? So ein Hund halt. Ne? So, was ist los? Was möchte sie jetzt machen? Sie will Hillock spielen. Sie ist ganz schön nachtaktiv. Aber wisst ihr, was du machen kannst? Ich jag dich lieber ins Bett. Dann kannst du nämlich mal schlafen. Wäre nämlich gar nicht mal so grundverkehrt. Na, gucken wir mal, was Jenny anstellt. Jenny löft. Ja. Und sie ist am Mauzen. Das ist wieder wie Real Life, wa? Ich leg mich auch lang. Und wer mauzt rum? Jenny. Ja, jetzt ist kurzer Timewarp gewesen. Und ich selber bin wach. Gut, was ziehe ich mir an? Mal schauen, was können wir denn anziehen? Wir können uns etwas anziehen. Outfit ändern. Und zwar... Wir nehmen direkterweise das Neue. Und dann können wir ja mal gucken, wo Jenny ist. Dann können wir mal mit Jenny ein bisschen freundlich sein. Wir können sie ja mal streicheln. Und dann gibt es mal wieder ein Sinstagram-Tier. Wird mal wieder Zeit. Hallo, Jenny. Das ist auch meine Optik. Mitten durch die Beine. Das sieht irgendwie komisch aus. Machen wir das mal. Ja, der Schnappschuss zwischen der Beine. Dafür gibt es dann auch gleich ein paar Follower. Ja. Na, Jenny? Alles in Ordnung. Loben. Wir können ja mal Jenny ein bisschen kennenlernen. Mal sehen, was wir dann rausfinden von Jenny. Hallo Jenny. Ah. Ja, Jenny ist lieb. Was haben wir hier? Bürsten. Wir könnten Jenny mal bürsten. Jetzt rennt sie weg. Jetzt rennst du weg, das wird zu viel. Die denkt sich dann auch so, ach, ich will nicht, ich lass mich doch in Ruhe. Hä? Aha, kommt sie wieder oder was? Okay, sie kommt wieder. Wow. Ja, wenn Jenny auch mal dabei ist, dann ist das halt wirklich auch so, dann ist sie immer ganz glücklich. Ah, wegen redseliger Katze. Ja, mach mal ein Liedchen. Na? Ja, da ist Jenny am Singen, ne? Maya Müller macht Gartenarbeit? What? Ach, die schnippelt da an dem Bonsai rum. Okay, ich wollte schon sagen, was ist denn da los? Maya Müller in Action oder was? Also, sie läuft aber auch noch in den Klamotten rum. Ist ja sehr schön, aber zieh dir mal was anderes an. Outfit ändern, was können wir denn ihr geben? Hier, das da. Genau. So, und mit diesem Bild hier sozusagen, wow, ihr geht's nicht so gut, oh Gott. Ja, würde ich mal sagen, ich glaube, sie hat über Feiertage doch zu viel gegessen. Sehen wir uns dann morgen wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.